Es ist immer wichtig, den Tag mit einem Lächeln zu starten. Egal, was hinter euch lag, am Tag vorher, in der Nacht, aber auch was vor euch liegt, beginnt den Moment achtsam in diesem Moment mit einem Lächeln. Ich zeige euch jetzt meine 5 Minuten Happy Yoga Routine für einen guten Tag in den Start. Für einen guten, glücklichen Start in den Tag. Dafür gehen wir jetzt an den vorderen Mattenrand und beginnen unsere kleine Yoga-Abfolge. Stell dich hüftbreit hin, belaste die Füße gleichmäßig, zieh die Schulterblätter nach hinten unten, öffne die gestreckten Arme, Handinnenflächen zeigen nach vorne. Atme durch die Nase tief in den Bauch ein und aus. Durch die Nase ein und auch wieder aus. Komm in diesem Moment an, hier auf deiner Matte. Bring die Hände nur nach vorne vor dein Brustbein ins Gebet, verneig dich vor dir selbst. Und mit der nächsten Einatmung streck die Arme nach oben, blick zu den Daumen. Beug dich nach vorne, unten in die stehende Vorwärtsbeuge. Kopf bleibt locker hängen. Einatmen, beug die Knie leicht an, mach den Rücken lang, blick nach vorne. Ausatmen, streck dich wieder nach vorne, unten in die stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, steig mit dem rechten Bein weit nach hinten, setz dein Knie ab, zieh den Rücken leicht lang und bring dein linkes Bein dazu in den herabschauenden Hund. Korrigier dich von deiner Position, die Hände drücken fest in den Boden, locker deinen Kopf, ja, nein, links, rechts neigen, nimm die Spannung aus deinem Nacken. Bleib in dieser Position, atme durch die Nase ruhig ein und aus und mit der nächsten Einatmung schieb dich nach vorne in die schiefe Ebene, bring die Knie auf den Boden und senk dich nach unten ab und schlängel dich nach vorne in die Kobra. Schenk dir hier ein schönes Lächeln. Atme tief ein und aus durch die Nase. Mit der nächsten Einatmung schieb dich nach hinten auf deine Fersen und wieder in den herabschauenden Hund. Nimm das rechte Bein nach hinten oben, steig weit nach vorne und bring das linke Bein dazu in die stehende Vorwärtsbeuge. Streck die Knie nochmal schön durch. Mach die Knie gebeugt und den Rücken lang. Mit der Ausatmung beug dich nochmal in die stehende Vorwärtsbeuge. Mit der nächsten Einatmung nimm die Arme über die Seiten nach oben. Mit der Ausatmung wieder die Hände im Gebet vor die Brust. Das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite. Zieh die Arme nach oben mit der Einatmung. Ausatmen, komm nach vorne unten in die stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, beug die Knie, mach den Rücken lang. Ausatmen, bring die Hände zum Boden und streck die Knie. Einatmen, steig mit dem linken Bein weit nach hinten, Knie auf den Boden. Ausatmen, rechtes Bein dazu und schieb dich nach hinten oben in den herabschauenden Hund. Bleib hier für ein paar ruhige Atemzüge. Durch die Nase ein. Durch die Nase aus. Mit der nächsten Einatmung schieb dich nach vorne in die schiefe Ebene. Bring die Knie zum Boden, schieb dich nach vorne unten und schlängel dich durch in die Kobra. Und bleib hier wieder für ein schönes Lächeln und ein paar tiefe Atemzüge durch die Nase ein und aus. Zieh die Schulterblätter nach hinten unten, das Schambein drückt in den Boden. Und mit der nächsten Einatmung schieb dich nach hinten mit dem Po auf deine Fersen und in den herabschauenden Hund. Heb das linke Bein nach oben Richtung Decke und steig weit nach vorne. Nimm das rechte Bein dazu in die stehende Vorwärtsbeuge. Beug die Knie, mach den Rücken lang.
Mit der nächsten Ausatmung beug dich nochmal über die gestreckten Beine. Und mit der nächsten Einatmung nimm die Arme über die Seite nach oben. Und wieder zurück vor die Brust ins Gebet. Nimm die Arme seitlich neben deinen Körper, die Handinnenflächen zeigen nach vorne und atme tief durch die Nase ein und aus. Nimm die Hände wieder ins Gebet vor die Brust. Atme ein, streck die Arme nach oben, blick zu den Daumen, atme aus, geh nach vorne unten in die stehende Vorwärtsbeuge. Atme ein, steig mit dem rechten Bein weit nach hinten, Knie auf den Boden und stütz dich auf die rechte Hand, blick zur linken Hand, die nach oben Richtung Decke geht. Bleib hier und wieder zurück. Nimm das linke Bein mit nach hinten und schieb dich in den herabschauenden Hund. Schieb dich nach vorne in die schiefe Ebene, bring die Knie zum Boden, schlängel dich durch nach vorne unten, drück das Schambein in den Boden und heb dich hoch in die Kobra. Schenk dir ein Lächeln in dieser Position und atme ruhig durch die Nase. Schieb dich wieder nach hinten, oben in den herabschauenden Hund. Nimm das rechte Bein nach oben Richtung Himmel, steig weit nach vorne zu den Händen, bring Kraft in die Beine und geh nach oben mit den Armen und die Hände wieder zurück ins Gebet. Zweite Runde, nach oben einatmen, ausatmen, nach vorne unten in die stehende Vorwärtsbeuge. Steig mit dem linken Bein weit nach hinten, Knie auf den Boden, linke Hand stützt und die rechte Hand geht nach oben Richtung Decke. Blick zur rechten Hand, ausatmen, rechte Hand zum Boden, steig nach hinten und schieb dich wieder in den herabschauenden Hund. Bring die Knie zum Boden, setze nach hinten auf deine Fersen ab in die Kleinkindposition, bring die Stirn zum Boden und atme hier ruhig durch die Nase ein, spüre deinen Körper nach diesem Moment. Bring die Hände wieder nach vorne, schieb dich nach hinten oben in den herabschauenden Hund. Heb das linke Bein nach oben Richtung Decke, steig weit nach vorne zu deinen Händen, das rechte Bein dazu, bring Kraft in die Beine, nimm die Arme über Kopf und senk sie wieder zum Brustbein ab. Verneig dich vor dir selbst, bedank dich bei dir, dass du dir diese Zeit genommen hast. Öffne die Hände, Handinnenflächen zeigen nach vorne, lass die Augen geschlossen und schenk dir nochmal ein Lächeln. Was für eine Yoga-Routine würde euch noch interessieren? Vielleicht etwas zum Aktivieren, etwas zum Hüftöffnen? Schreibt es mir einfach in die Kommentare, liked, kommentiert und abonniert unseren Kanal. Here Shopping entertains.